Ja, hallo Freunde, grüßt euch zurück zur dritten Folge von Ark, The Ark Evolved. Ja, im letzten Teil waren wir hier dabei, dass ich auf dem Stein stehen geblieben bin, um mich ein bisschen zu erholen. Das habe ich jetzt auch in der ganzen Zeit mal gemacht und es ist wirklich nichts weiter passiert, Freunde. Aber ich wollte ja auf die Insel darüber oder auf dieses Landstück. Tja, jetzt ist es nur so, dass dieser Weg ganz schön weit ist. Aber ich versuche trotzdem einfach mal jetzt loszutauchen, in der Hoffnung, dass mir nichts passiert. Ja, und da drüben werden wir dann uns eine schöne Hütte aufbauen, Freunde. Eine richtig nice Hütte. Vielleicht so eine 2- oder 3-Etagen-Hütte, müssen wir mal sehen. Mit Balkon und Sprungbrett ins Wasser und alles sowas. Also Plattform, die dann, von der man dann aus ins Wasser springen kann. Es macht voll Laune und dann da schön tauchen gehen. Ja, also bis jetzt sieht das Gewässer hier wirklich ziemlich friedlich und ruhig. Oh, ja, stimmt, ich muss auftauchen. Mein Sauerstoff. Ach, daran denke ich immer gar nicht. Gut, jetzt ist er wieder gefüllt. Den level ich natürlich auch noch auf. Also der wird auf jeden Fall noch aufgelevelt, dass ich länger tauchen kann. Ja, das ist eine schöne Ecke hier hinten. Ich hoffe nur, dass es hier nicht allzu viele Gefahren gibt. Also irgendwelche Dinos oder irgendwas. Da habe ich jetzt gar keine Lust drauf. Okay, Freunde. Hat da einer gelacht? Ach, da lacht einer. Ja gut, gucken wir uns das mal kurz an hier. So ein klein bisschen zumindest. Das hier, oh, ist das eine schöne Ecke. Hier bleibe ich. Hier ist eine schöne Ecke erstmal. Hier haben wir einen schönen hohen Stein, da kann man dann schön mal eine schöne Aussicht hier oben. Oder da hinten hin. Oder gehe ich dann direkt an den Strand hinten hin? Oder behalte ich die Insel hier für mich? Also eigentlich würde mir die Insel hier auch ganz gut gefallen. Da sind zwar nicht so viele Bäume, stimmt auch wieder. Aber die spawnen ja nach. Pflanzen haben wir, Stein haben wir. Also wichtigsten Sachen eigentlich. Stein, Feuerstein, Stroh, Fasern, Holz. Und tja, jetzt ist nur das Problem, wenn ich dann irgendwelche Dinos zähme, dann muss ich die ja auch irgendwie hier auf die Insel bekommen. Am besten dann mit dem Floß. Dann packe ich die alle auf dem Floß rauf. Ja. Mal gucken. Auf dem Touchpad. Direkt auf dem PlayStation Controller. Ist ja jetzt mit PlayStation gezockt. Dem großen Touchpad, wenn ihr da einmal rauf drückt, habt ihr die Karte und mit L2 könnt ihr ranzoomen. Dann wisst ihr immer, wo ihr seid. Also ich merke mir jetzt mal einfach den Punkt hier bei 40 und 80. Da bin ich auf dieser kleinen Insel. Da bin ich gerade. Und ich würde sagen, die behalten wir. Hier baue ich mir was auf. Hier baue ich mir ein richtig schönes Haus hin. Und ein Floß. Ein Floß baue ich mir dann auch noch. Dann muss ich halt nur immer irgendwie losziehen und auch Metall besorgen und sowas. Oder da hinten an dem Strand. Ich meine, da hätte ich richtig viel Holz. Ich weiß nicht, was würdet ihr denn sagen, Freunde? Hier auf der Insel bleiben oder? Ich meine, die ist ja auch schick, oder? Wenn man sich hier so eine schöne Hütte hinbaut. Direkt hier raus auf diesen Steinboden eine Hütte hinbauen jetzt. Die könnte man dann natürlich noch abgrenzen, die Insel. Mit Holz. Barrikaden. Dann hätte man ein richtiges eingeschlossenes Territorium. Eingegrenztes, sage ich mal so. Ich denke mal, das werde ich machen. Das ist eine gute Idee. So können wir meine Tierchen da nicht abhauen und ja. Gut, hier oben muss ich dann auch noch was hinbauen. Auf dem Stein hier. Jetzt klettern die hoch und springen da runter. Ja, muss ich sagen, fange ich einfach an, mir hier jetzt erstmal eine Hütte zu bauen. Dazu brauchen wir Holz. Und zwar jede Menge.
Ich bin überfüllt, überladen. Das heißt, ich muss erstmal mein Gewicht nochmal weiter aufleveln hier. Sonst komme ich gar nicht mehr vorwärts. Das in Grampunkte ausdrücken machen wir gleich noch. Ich will jetzt erstmal noch ein bisschen was einsammeln. Okay, dann werde ich jetzt noch ein bisschen Stein sammeln. Und ja, das war schon die erste Axt, die kaputt gegangen ist. So, mal ein paar Fasern sammeln. Brauchen wir auch zum Bauen auf jeden Fall, um die ganzen Hölzer da irgendwie zu verbinden oder was. Ja, mal gucken hier. Oh, jetzt wird es bald Nacht, glaube ich. Wenn diese Musik ertönt, dann heißt es immer, dass es bald Nacht wird. Das heißt, ich müsste mir mal irgendwie eine Fackel bauen oder sowas. Ja, genau, eine Fackel wäre ganz gut. Hier. Genau. Sollte erstmal reichen. Und natürlich noch Gewicht. Nahrung. Nehmen wir nochmal Nahrung. Ich werde jetzt noch ein bisschen Nahrung einsammeln. Aber wie gesagt, hier auf der Insel haben wir wenigstens unsere Ruhe. Hier ist kaum irgendein Dino. Oder gar keins, besser gesagt. Bis jetzt. Gar keine. Und von daher kann ich mir ganz in Ruhe meine Hütte hinbauen. Ja. Und dann später geht es noch los mit dem Flugsaurier. Werde ich mir noch einen Flugsaurier besorgen. So ein Pnenederon oder wie der heißt. Sorry, wenn ich den Namen jetzt nicht richtig ausgesprochen habe. Aber mit dem Flugsaurier kann ich dann halt quasi, können wir dann quasi die ganze Insel überfliegen. Und ja, uns alles mal angucken. Und vor allem auch Ressourcen einsammeln, die man jetzt nicht so einfach und so schnell findet, wie Kristall und Obsidian und so weiter, was wir alles noch brauchen werden. Und dann sicher ist es einfach praktisch, schnell und effektiv halt durch die Gegend zu fliegen, ne? So, jetzt will ich mal schnell was essen hier in dem Spiel. Das heißt, diese weißen Beeren und die Narkobeeren nehme ich erstmal wieder raus. Genauso diese Samen davon. Und dass ich hier in Ruhe diese anderen Beeren essen kann. Und jetzt sieht man schon, wie mein Nahrungsbalken bei Nahrung auch schon wieder auflevelt. Na klar, wenn man sich jetzt ein Steak macht im Lagerfeuer oder so, dann levelt es natürlich noch schneller auf und mehr. Aber Beeren gehen zur Not auch erstmal. Wenn man jetzt nichts anderes zu essen hat, sind Beeren auch okay. Besser wie gar nichts. Muss man zwar immer ein bisschen pflücken, aber. Okay, das war's. Mehr habe ich erstmal nicht. Dann gehe ich nochmal auf Nahrung rauf. Denn je weiter ihr Nahrung auflevelt, desto seltener müsst ihr was essen. Na? Also der Hunger wird quasi immer mehr zurückgehalten, kann man so sagen. Ist praktisch. Irgendwann müsst ihr da dann zwar mal wieder was essen, ist klar, aber eben nicht mehr so oft und es nervt einfach nur wirklich, wenn man alle 10 Minuten hier irgendwie was essen muss, weil der Magen sonst verrückt spielt. Deshalb habe ich das immer am Aufleveln. Aber wie gesagt, Freunde, das kann ja, müsst jeder für sich selbst entscheiden, wie er das einstellt, ne? Was euch gerade beliebt und gefällt, sag ich mal, wie ihr das gerne haben wollt, könnt ihr es gerne so machen. Oh, was lasse ich denn fallen? Ach so, die anderen Sachen hier, diese, genau, diese Beeren und die und das brauchen wir auch erstmal nicht. Finden wir überall. Diese Samen kriegen wir überall her. Oder fast überall. Ich hoffe nur, mich greift jetzt hier nicht wieder irgendein Tier an.
So, okay, Fasern habe ich jetzt erstmal reichlich soweit. Jetzt hole ich mir noch ein bisschen Holz und Stroh. Okay, dann baue ich genau hier meine Hütte hin. Würde ich sagen. Oder wie sieht es hier aus? Na, hier ist wenig Platz. Ne, ich würde sagen, wir bauen sie hier hin. Ja, hier passt doch perfekt. Schön am Strand. Ja, gut. Dann fange ich mal an mit Holzfundament. So viel wie es gerade geht. Vier Stück. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ja, ist ziemlich klein das Haus. Ich mach's noch ein bisschen größer. Gehen wir hier noch mit ran. Ja. So, jetzt brauche ich wieder Holz und wahrscheinlich Stroh und Fasern. Ja, Holz ist somit der wichtigste Rohstoff, den man hier im Spiel benötigt. Abgesehen dann von Stein natürlich, aber man findet hier alles in Mengen. Also ist alles reichlich vorhanden. Man muss halt immer auf die Dinos achten, ne? Wenn man jetzt irgendwie hier Holz schlägt oder Stein schlägt, Holz hat, so rum. Immer auf die Gefahren. Man kann immer zu jeder Zeit von allen Seiten angegriffen werden. Das haben wir ja vorhin gesehen. Ja, und ist halt na los, hau den Baum weg jetzt hier. Okay, nehmen wir noch ein bisschen Strom mit. Okay. Da war der Baum dann schon platt. Wir können dann ein bisschen Feuerstein mitnehmen. Normalen Stein. Und noch ein paar Fasern. Nehmen wir auch noch mit. Ja. Und dann wird das hier gleich eine richtig schöne, was heißt gleich, aber so nach und nach wird das eine richtig schöne Hütte. Aber wir werden noch eine Menge Holz sammeln müssen und alles. Und dann werde ich mir anfangen, wenn ich dann das Leder habe, ich brauche dafür wahrscheinlich unbedingt Leder, eine Werkbank bauen und eine Armbrust, Betäubungspfeile. Ja, da müssen wir irgendwie an Metall rankommen. Muss ich mal sehen, dass ich irgendwie Metall bekomme hier in dem Spiel. Weil, damit können wir uns dann unsere Waffen herstellen und unsere Metallspitzhacke und Axt und so. Ist halt noch ein bisschen zu tun. So, dann haben wir jetzt hier nochmal ein paar Fundamente. Fundamente, die baue ich nochmal. Geh nochmal auf Nahrung. Auf Gewicht. Und auf, ja, machen wir mal Sauerstoff. Nahrung, Ausdauer besser gesagt. Genau, auf Ausdauer nochmal rauf. Was haben wir denn jetzt hier noch? Was brauchen wir denn jetzt noch alles? Also das sind erstmal alles so mehr oder weniger unwichtige Sachen. Kann man sich später noch alles holen. Gut, Mörser und Stößel brauchen wir natürlich, Narkosemittel auch. Eine Kiste, ja, nehmen wir eine Kiste mit. Stoffhose, Stoffhemd,
Ein Lagerfeuer. Nehme ich jetzt auch mit und. Was haben wir denn hier noch Schönes? Holzpfeiler. Holzbarrikade. Nee, ich brauche ein schräges Holzdach. Fensterrahmen aus Holz, Holzfenster natürlich. Ein Parisattel. Ja, kann man später auch alles noch holen. ein Schrank. Ja, einen Schrank können wir gebrauchen. Und Doppeltür aus Holz, Doppeltürrahmen aus Holz. Also erstmal eigentlich alles für die Hütte, für das Haus. Den Rest können wir uns alles in Metallaxt, Metallspitzhacke, eine Werkbank, Schmelzofen. Ja, gut, nehmen wir mit. Das brauchen wir auf jeden Fall alles noch. Betäubungsfeil. Hier gibt es schon die Steinsachen, können wir eigentlich auch nehmen. Steinwand, Steinfundament. Steintürrahmen. Ja, Armbrust ist klar. Fensterrahmen aus Stein. Gut, den Rest lasse ich erstmal noch offen. Da ein Holzfloß, genau. Das brauchen wir auch. Ja, den Rest lasse ich erstmal noch offen, Freunde, und schaue dann später nochmal in Ruhe rein, was wir dann alles noch mitnehmen. Weil wir müssen mal gucken, links in der Spalte sieht man ja unsere Punkte. Wir haben jetzt noch 75 offene Punkte, die wir hier verwenden können. Aber bis jetzt habe ich jetzt erstmal nichts weiter gefunden, wo ich sage, das bräuchte ich jetzt unbedingt. Weil. Sattel und sowas alles, das forsche ich dann alles, wenn ich dann auch das Leder habe und überhaupt die Hütte erstmal fertig habe. Ja, Holzstück können wir noch nehmen. Lederkleidung. Ja, ich werde mir erstmal kurz Kleidung herstellen. Und zwar ein Oberteil, eine Hose, Mütze. Ja, hierfür brauchen wir. Ja, also für den Armschutz und die Schuhe brauchen wir Leder. So, jetzt ist er wenigstens schon mal ein bisschen gekleidet. Ja, nehmen wir noch mal. Was nehmen wir noch? Nehmen wir noch ein bisschen Sauerstoff. Gesundheit. Nehmen wir die Gesundheit. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt noch mal ein bisschen auf Holzsuche. Holz hacken. Na toll, ist die nächste Axt kaputt. Ja, so ist das, Freunde. Oh, was war das? Habt ihr das gehört? War da gerade was? Nee, okay. Ich dachte schon, da war irgendwas. Ja, jetzt kann ich schon wieder ein bisschen mehr mit mir führen. Schön, wieder aufgelevelt. Gut, können wir gleich mal reingehen und gucken. Ein Punkt, na toll. Nehmen wir Gewicht. Aber ich kann ja mal die Sachen, die ich jetzt nicht brauche, erstmal rauswerfen. Zum Beispiel das hier. Wie gesagt, die Narkobären.
Und die Sachen esse ich erstmal alle. Ja, füllt sich meine Nahrung erstmal wieder schön auf. Sehr gut. Okay, dann nehme ich jetzt ein paar Fasern mit. Ja, dann werde ich jetzt hier noch ein bisschen Stein mitnehmen. Kann man auch immer gebrauchen. Vielleicht mit der Spitzhacke, vielleicht können wir noch ein bisschen Metall. Müsste aber eigentlich klappen. Für den Anfang brauchen wir erstmal nicht so viel Metall, aber Hauptsache wir können die Werkbank bauen. Dass wir wenigstens, oder, ja genau, die Werkbank bauen können dann. So. Dann hatte ich jetzt noch zwei Podeste gehabt. Erst, nee, Quatsch. Fünf sogar. Sehr schön. Die baue ich hier mit dran. So. Genau, das wird schon mal unser Fundament. Unser Fußboden. Das kommt raus. Das kommt auch raus. Ein paar Fundamente bauen hier und dann würde ich sagen, beende ich für heute erstmal wieder die Folge und hoffe, sie hat euch gefallen, Spaß gemacht. Würde mich dann freuen, wenn wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen zu Ark. Ja, nee, ich baue hier vorne weiter ran. Ja, genau. Machen wir hier noch was ran. So, eine kommt hier noch rein. Ja, haben wir erstmal einen schönen großen Wohnraum schon mal. Sieht ja schon gut aus. Obwohl wir hier dann eigentlich noch eine hinmachen können, eine Reihe. Ja, aber das dann alles in der nächsten Folge, Freunde. Und dann wünsche ich euch jetzt noch eine gute Nacht. Es ist jetzt schon ziemlich spät. Ja, und dann bauen wir uns das nächste Mal die Hütte hier weiter auf, wa, Freunde? Dann gehen wir schon in die Jagd, holen uns Dinos. Und ja, mal schauen. Wird richtig lustig. Bestimmt actionreich auf jeden Fall. Alles klar. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund. Und freue mich, wenn ihr wieder reinschaut bei Stefans Mix TV, wa? Ciao!